Willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute das Orakel Niederlande gegen Tschechien. Und hier habe ich wieder als Special Guest der Kev. Moin Leute, was geht? Ja, die letzten zwei Spiele haben wir ein bisschen unrealistisch gespielt. Wir wissen es. Sind noch super Tore gefallen. Ja, echt nice. Vor allem das Eigentor von mir. Ja. Mit dem Keeper. Komm, komm der an. Donnarumma ist halt gut. Ja, Donnarumma ist gut. Für Eigentore. Nein. So, heute Samstag nehmen wir gerade auf. Heute Abend ist Pro Club Time wieder. Ja. Mal gespannt, ob wir in Liga 7 aufsteigen. Könnte schwer werden. UP spielt nicht mit, da haben wir gute Chancen. Nee. So. So, falls ihr auch mal gegen mich Orakel aufnehmen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kommt mal was zustande. Die Spiele für Montag nehme ich mit Yoshi auf. Das war ein Fehlpass. Oh, verdammt. Na komm. Oh, der tut hier gut stehen. Der Kev. Ja. Komme ich nicht gut durch hier. Und schon habe ich einen Ball verloren. Ja, ich hab ihn wieder. Nein, schon wieder. Ja, Kev ist ein bisschen besser wie ich im FIFA. Das merkt man. Ach, passt schon. Oh. Ah, Mist. Oh, Eckball. Hätte schon wieder fast ein Eigentor gewesen sein können. Ja, dann hätte ich geraged, Alter. Oh, ey. Nochmal Ecke. So, wie ist denn dein Tipp hier? Also ich würde mal sagen, ja, 3-1 Niederlande. Ja, würde ich auch da sagen. Niederlande wird ja wahrscheinlich besser sein als Tschechien. Ja. Boah, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht spielen. Speedlag! Ich muss sagen, das ist das erste Spiel, was ich heute mache. Wie? Ja gut, ich auch. Gespielt. Ich wollte erst alleine aufnehmen, aber ich dachte, ach komm, das ist auch immer scheiße. Ja. So kannst du mit jemandem reden. Ja. Also ihr müsst Discord haben dann, ne? Discord. Oder halt Dings. Muss mal halt Party, aber dann kann ich hier nicht mit Facecam aufnehmen. Oder ich muss meine Stimme ausstellen dann. Das würde gehen. Oh, Eckball für mich. Gar nicht realisiert. Oh! Ja, komm. Nein! Oh, zu klein ist der Typ. Habe ich überhaupt mal gegen Kev gewonnen irgendwann? Nee. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, er spielt hier heute nicht so hart! Nein! Oh, das hat er absichtlich gemacht. Hätte er eigentlich können drauf schießen. Ja. Och, komm, Typ. Dafür habe ich es jetzt gemacht. Ja, irgendwann muss man ja mal. Na, ich kann ja die ganze Zeit vorne rumdribbeln und am Ende kommt eh nichts zustande. Aber was ist denn das für ein Jubel? Weiß ich nicht. Oh, wie sie sich freuen, die Fans. Tschechien führt hier gegen die Niederlande. Mit 1-0. Alter, der stellt die echt gut zu hier. Spielst du eigentlich Weekend League? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, naja, dann mal. Dann sieht man schon, dass man
Ich habe bis jetzt nur zweimal Weekend League gezockt. Okay. Das erste war recht gut. Da habe ich, glaube ich, 10 Siege oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt nur zu Tots dieses Jahr gespielt. Ey, der Torwart, was macht der? Ist der dumm? Oh, was macht denn der Torwart wieder? Weiß ich nicht. Ich habe das gar nicht gesehen, dass er rausgerannt ist. Das ist... Alter. Das ist doch nicht wahr. Hättest du nichts gesagt, hätte ich nicht gemerkt, dass er draußen ist. Ja, aber geschossen hättest du trotzdem. Ja. So, Ralle spielt ja gerne hier mit Niederlande. Ja, wegen Van Bergen. Ah ja. Der nicht mal dabei ist, glaube ich. Dumfries ist hier auch im Team. Ach komm, da kommt ja nichts durch. Was für eine Formation spielst du denn? 4-4-2. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab gerade geguckt, was ich spiele. 4-4-2 ist eigentlich meine Stammformation. Oh, was ist das denn? Jetzt wird es für mich schwer, irgendwie noch zu gewinnen. So wie Kev spielt hier. Wie lange warten wir gestern noch im Discord? Ich bin um 3:30. Und hat Ben noch beendet. Alter. Ich bin extra gegangen, weil mein Controller erstens leer war und ich den nicht richtig laden kann wegen dem Spiel. Und ich hab den immer am Ladekabel. Ja, ich nicht. Und ich muss ja für den Pro Club Stream gleich fit sein. Daher. Oha. Aber ich dachte, ich gehe ein bisschen eher. Als ob! Nein! Ah! Ja! Oh, der erste Vorstoß und kein Tor. So, Halbzeit. Musst du die Chancen nutzen. Ja. Die Pie, nicht viel los. Ja, bei mir ist Bergwein zurückhaltend. Naja. Ja, ich spiele so weiter, alles gut. So, ich spiele hier im 4-2-3-1, sehe ich gerade. Okay. Ja, nicht so gut für mich. Mal spiele ich lieber im 4-2-3-1. So. Mal gucken, ob es jetzt besser wird, aber ich glaube ja nicht. Kev ist einfach zu stark. Oh, da kann ich dribbeln. Das tut mir leid. Torwart? Jawohl. Schade. Mal was Gutes gemacht. Ah, das war nicht gut. Schade. Wie schade. Wäre schön gewesen, wenn er durchgekommen wäre noch. Nein, nein, nein. So nett. Was hat der Keeper schon wieder? Der hat sie nicht mehr alle. Drückst du irgendwie die ganze Zeit Dreieck oder so? Nein. Was habe ich oder schon? X? Ich X'e nicht. Wenn ich kein, also wenn ich, ich habe ja immer die R2-Taste, also zum Sprinten fast. Wenn ich einen Spieler habe, dann fast nix. Gut, im Zweikampf habe ich halt die Dreieck-Taste, aber sonst. Oha, jetzt fängt er hier an zu tricksen. Ich drücke Zweikampf, Dings. Kreis maximal. Kreis. Kreis. Ich glaube, Kev muss mir noch was beibringen. Tutorial. Obwohl, ich spiele ja auch schon lange FIFA, aber so wie Kev hier, ja.
Ich spiele seit FIFA 18. Und eigentlich mega schlecht, FIFA 18 gewesen. FIFA 19 war noch irgendwo okay. FIFA 20 war dann ja schon besser. Ja, und FIFA 21 habe ich bisher die besten Ergebnisse. Okay. Ja, was denn jetzt? Oh. Rot. Nein. Kein Rot. Doch. Komm, ey, bitte. Schade. Ach komm. So hart war das Foul auch nicht. Okay, das ging nach hinten los. Ich weiß nicht, wie verteidigst du denn? Normalerweise, wenn ich bei dir dran bin, mit Dreieck. Ja, mit Dreieck benutze ich zum Beispiel gar nicht. Zum Verteidigen. Na, ich habe manchmal so Angst, dass ich dich faule. Also hier im Strafraum jetzt zum Beispiel. Mhm. Nee. Ich drück beim Verteidigen maximal Kreis außerhalb des 16ers. Wobei manchmal ist auch Kreis im 16er ganz okay. Solange du den Gegner nicht triffst. Ansonsten immer R2 und L2 gleichzeitig gedrückt halten. Das mache ich. Wie L2 und R2? Ja. Was macht der denn da? Der macht sich dann so ein bisschen breiter. Oh, breit ist gut. Probier mal aus. Nicht grätschen. Siehst du, dass der dann so ein bisschen anders läuft? Ja. Oh. Nein. Eckball. Nein. Was? Ach, Torwart, was machst du denn? Du bist so dumm. Nein, ach. Ich hab gedacht, du versuchst mir den Weg abzustellen. Wir müssen mal gleich mal wieder ein Spiel machen, wo wir mal echt gegeneinander spielen. Also auf Ernst angelehnt. Boah. Kriegt er hin? Ja. Auf Ernst. Was mit dem Ernst? Wo wir ein Spiel gegeneinander mal ernst machen. Oh ne, da machst du mich. Also normales Spiel. Da machst du mich hier kaputt. Warte mal, ich mach mal mit Kreis jetzt. Ah. Naja, ich hab geschossen. Mal versuchen, was, ob es das besser ist mit Kreis. Na? Finde ich nicht. Ja, du musst es ja auch fassen, timen und dich richtig stellen und so weiter. Das gibt's ja nicht. Guck mal, wie der verteidigt. Und ich krieg das nicht hin. Ich bin so lost. Boah, der kann nicht. Da siehst du? Siehst du, das war mit Kreis. Nicht schlecht. Bei mir macht er so komische Bewegungen dann. Oh, es leckt. Ja, hatte ich auch gerade. Macht er irgendwie so ein Bein nach vorne? Ja, ja, das ist normal. Ach komm! Nicht reinmachen. Nein, 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 nein. Das war nämlich die Scheiße, was ich gemacht habe. Ach, schade. Ehrenmann, Kev. Ich wollte das Ergebnis noch ein bisschen tiefer halten heute. Ja, ist ein Orakel, Junge. Naja, ist keine Weekend League. Ah, der ist so klein. Nein, was mache ich? Wenn ich geschossen hätte, wäre auch nicht reingegangen. Oh nein! Das war Kreis. Das war Viereck. Ach komm, den mach ich eh nicht rein. Bin zu blöd. Zu blöd. Komm, stürm ihn, das schaffst du. Stürm mich. Aber auch schon gut, dass du mit Van Dijk anläufst, also. Mir egal, wer es ist. Warum ist Van Dijk überhaupt? Habe ich gar nicht gesehen.
Der spielt doch gar nicht bei der EM mit. Der ist auch verletzt. Ja. Deswegen, das ist mir nicht aufgefallen. Sorry, Leute. So, das Spiel ist ausgegangen hier. Wie war es denn? 3-0? Ja. Ja, okay, 3-0 ist in Ordnung. Aber muss natürlich für Niederlande sein. Ja. Aber das ist eigentlich. Das ist ja eigentlich hier nur so Fun. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Denkt dran, wenn ihr auch mal gegen mich Orakel zocken wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.